Hallo, willkommen bei behindertbarrierefrei.de. Wir sind in Stuttgart. Silvana, wir kennen dich schon 2 Jahre und vor 2 Jahren hast du uns schon erzählt, dass so dein Hobby Schmuck ist. Mittlerweile habe ich auf deiner Website gefunden, dass du dein Hobby zum Beruf gemacht hast, dass du einen Workshop hast und noch ganz viel spannende andere Sachen machst rund zum Thema Schmuck. Und da möchte ich von dir heute ein bisschen erfahren, wie bist du dazu gekommen, aus deinem Hobby einen Beruf zu machen und überhaupt deine ganze Geschichte. Bin dazu gekommen, vor 5 Jahren war ich noch berufstätig halbtags und dann konnte ich aus gesundheitlichen Gründen meinen Beruf nicht mehr ausüben und habe mir eben was gesucht für zu Hause, um mir die Zeit zu vertreiben. Und da mich Schmuck schon immer fasziniert hat, war das für mich eine Möglichkeit, Schmuck mit Perlen herzustellen. Du bist dann hauptsächlich hier in deiner Werkstatt? Also es sind verschiedene Sachen, einmal Ketten, Ohrringe, kleine, große Ohrringe, bunte, einfache, natürlich auch Ringe. Mir gefallen halt außergewöhnliche Sachen, auffallende Sachen gefallen mir. Also je größer, umso schöner finde ich das. Was für Materialien nimmst du hauptsächlich? Also hauptsächlich arbeite ich mit Swarovski-Kristallen. Dazu verwende ich dann ja das, was halt schön aussieht, Silberkettchen, Lederbänder. Und es soll halt ausgefallen sein, wo man halt auch nicht im Laden so üblich bekommt. Macht kleine Reparaturen hier bei dir im Haus. Machst du jetzt alle nur selber oder können die Leute kommen, ihren Schmuck hier selber reparieren oder was macht ihr da? Also einerseits bringen die Leute, wenn sie jetzt einen kaputten Verschluss oder eine Kette neu auffädeln, wenn da was kaputt ist, übernehme ich das. Und wie kommt man zu einem Workshop? Ich habe halt gedacht, weil das viele Leute auch interessiert und die meisten sagen, das kann ich doch, das ist so eine Fummelarbeit. Da habe ich gesagt, eigentlich ist das ganz einfach. Man braucht nur ein bisschen Geduld und so ein bisschen Fingerspitzengefühl und dann klappt das auch. Und sobald die Leute dann das angefangen haben und sehen, da entsteht was draus, dann haben die so ein Erfolgserlebnis, dass sie dann gar nicht aufhören wollen. Also Marion, wir kennen uns auch schon. Du hast jetzt Silvana kennengelernt. Wie kommst denn du hierher zu dem Workshop? Ich kam über den Zeitungsartikel zu ihr. Ich hatte schon die ganze Zeit jemanden gesucht, der mir was zeigen kann mit den Perlen. Und ich habe gedacht, ich fange da leichter an, wenn ich einen Workshop machen kann. Ja, und dann habe ich mich sofort bei ihr gemeldet und war dann schon mal da. Okay. Und es macht Spaß. Du machst deinen eigenen Schmuck her. Und bezahlbar ist es auch. Da wollte ich dich auch noch fragen, wie läuft das jetzt? Was verlangst du für so einen Workshop? Also so ein Workshop, da geht es so 3 bis 4 Stunden, je nachdem, wie lange man braucht für das Schmuckteil. Und in der Regel 15 bis 20 Euro verlange ich dafür, zuzüglich das Material. Website hast du ja auch, wie heißt denn die? Also meine Webseite heißt silvanas-schmuckwelt.de. Okay, also hier wirklich ein Aufruf. Leute, schaut auf die Website, getraut euch hierher zu kommen. Die Leute sind ein bisschen ängstlich, hast du mir gesagt. Ja, trotz riesen Zeitungsartikel hier in der Stuttgarter Zeitung. Und es ist einfach so, die Hemmschwelle ist klar, ist groß. Und da wollen wir einfach auch ein bisschen dazu beitragen, dass man hier vorbeikommen kann. Also wir haben uns hier sofort wohl gefühlt. Der Workshop hier heute ging schon 8 Stunden. Willi und ich, wir sind hier schon wirklich, wir wollen eigentlich gar nicht aufhören zum Drehen, gell, Willi? Okay, also wir wünschen allen noch einen schönen Tag hier. Bis bald mal. Ciao, euer Olli und Willi und Silvana und Marion. Tschüss. Tschüss.